Tim, LG. Aber wie soll ich LG reintun, Leute? Weil ich folge LG nicht. Warte, ich versuche LG zu folgen. Was will LG machen? Okay, ich bin ihm gefolgt, aber er muss mir auch folgen. Was denn? Ja, dass Jakari das ernst nimmt. Nein, er nimmt es nicht ernst, Mann. Doch, er hat doch gerade gefragt, meint er das ernst? Meint Barello das ernst? Wenn er das ernst meint, dann soll er nach Hannover kommen. Wir machen 1-on-1 auf Straße. Also Barello meint das ernst. Nein. Warte kurz. Ist er nicht Mann? Zeig mal. Oh, ist das Jakari? Ja. Jakari, bester Rapper. Wallah, ich feier dich. Bester Mann. Oh, Mann. Wie ich ihn feier. Wallah, du hast wirklich Talent. Ich schwöre auf alles. Einer der wenigen Rapper in Deutschland, der Talent hat. Respekt. Respekt, Wallah. Ich feier dich. Man hört den nicht. Man hört den nicht. Ich mach den Masari. Wow. Besser Mann! Ey, Jakari, man kann nicht live kommen. Ja. Jetzt zu Algier, Leute. Das ist Barello, Leute, wallah. Algier, kennt ihr Algier? Kennt ihr Algier? Algier, ja, klar kenn ich Algier. Ich glaube nicht, dass Sadek mit jemandem chillt, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Entspannt euch. Was meinst du, Bruder, jetzt? Wir sagen, er hat wohl den Propheten beleidigt und so, aber. Wer? Wer hat Propheten beleidigt? Ich glaube, den du gerade zeigt hast, aber ich glaube, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht, Bruder. Das Bruder, das ist eine große Fitna, die von Leuten ausgeht, die auch Musik machen und die ziehen den Islam damit rein. Nur weil er gesagt hat, wortwörtlich, irgendwie, wie... Bruder, du musst nicht sagen, wenn Sadek mir sagt, hat er nicht, dann... Ich glaube, so sehr nicht. Fitna, die gemacht hat. Sadek ist mein Bruder. Stimmt nicht, Bruder. Quatsch. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Ich wollte nur eine letzte Sache sagen und dann gehe ich auf, inshallah, an alle. Thema Palästin. Viele fragen sich, was kann man machen? Man fühlt sich so machtlos und so weiter. Also in erster Linie, was kann man machen? Mitgebet, Dua. Man kann darauf aufmerksam machen. Das ist eine Pflicht von jedem, dass man darauf aufmerksam macht und dass man Mitgebete spricht. Und vor allem, dass man aufhört, vor allem in dieser Zeit, auf dieser App, dass man vielleicht ein Zeichen setzt, indem man nicht die ganze Zeit Fitne macht, Blödsinn macht, Unsinn macht, sondern wirklich mal ernst über dieses Thema spricht, weil das ist ein Genozid, der gerade da stattfindet, wo die ganze Welt hinschaut. Und wie können wir hier rumsitzen und lachen, während das dort passiert? Deswegen, natürlich, Fehler. Tut mir leid, dass ich unterbreche. Das solltest du Abdelhamid fragen, diesen Prediger. Barello, Bruder, bitte. Erwähnt doch einfach niemanden. Ist doch okay. Ich glaube, keiner von uns ist besser. Ja, man kann auch sagen, warum machen bestimmte Leute jetzt hier Matches die ganze Zeit um komische Sachen, während das da passiert. Kann man auch sagen. Deswegen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Egal, keiner von uns ist perfekt. Auf jeden Fall. Wenigstens wir erwähnen das, wir haben keine Angst. Ja, dann erwähnen weiter, ist doch gut. Und mach Dua, derjenige, der darüber spricht und kein Bittgebet macht, kein Dua für seine Brüder und seine Geschwister, der soll ein bisschen an seinem Iman arbeiten. Das Mindeste, was man machen kann, ist ein paar Minuten nehmen und Dua zu machen.
Weil Allah ist der Einzige, der ihnen helfen kann. Stark. Stark, Wallah. Stark. Ich bin liebig dich, mein Bruder, jetzt. Abonu. Was sagst du? Ich bin liebig dich. Ich hab dich gesagt, Abonu, Wallah. Aber Abonu, Wallah, das ist traurig, was die ganze Zeit passiert. Yani, wenn man diese Kinder sieht, die unschuldig jeden Tag sterben, das tut einem sein Herz, wie Wallah. Hassan? Ja. Wallah, ich glaube dir, dass deine Worte vom Herzen kommen, Wallah. Weil ja. Mittlerweile, ich sehe ein paar Videos und so, diese A of Palestine, oder wie man das nennt auf Insta. Boah, Alter. Ja, was ich dir geschickt habe? Ja, ne? Leute, alle, die LG schreiben, Abonur, Wallah, ich bin so stolz auf Barillo, Hayat al-Mushaf. Du weißt nicht, was er macht. Ich will jetzt hier nicht reden, damit die Leute nicht sagen, guck mal, er sagt und bla bla bla. Aber ich bin so stolz auf ihn. Ja, ne, er macht. Keiner kennt ihn richtig, Wahyat al-Mushaf. Was er schon Leute hilft. Ich will jetzt nicht sagen, wegen Spendenaktionen und so. Aber was ich mitbekommen habe und gesehen habe, Respekt an diesen Jungen, Allah. Weißt du das doch, Bruder? Ich bin doch derjenige, der auch oft, ich verteidige ihn in dem Bruder her oft genug. Und natürlich, jeder, er macht seine Sachen, er weiß ja selber, dass es falsch ist, und es ist auch falsch, man erwähnt das natürlich auch. Aber ich weiß, dass er die Religion liebt und dass er es auch ernst meint, weil wir haben ja auch Privatkontakt. Und deswegen verteidige ich ihn auch oft bei sehr vielen Menschen. Und aber wir brauchen nicht zu viel darüber reden, sonst... Ja, aber ich wollte nur sagen, Respekt an ihn. Ja, guck mal, was er zum Beispiel 1 Cent verdient und er spendet zum Beispiel jetzt als beispielsweise 1 Euro, er kriegt das Doppeltfache wieder zurück. Man sagt, ich habe gelesen oder gehört, glaube ich, von einem Bruder, er hat gesagt, usruf ma fil jayb ya'tika ma fil ghaib. Weißt du, was ich damit meine? Ein gutes Sprichwort. Ja, er hat gesagt, usruf ma fil jayb. Ja'tika ma fil ghaib. Ja, das, was du bezahlst oder Leuten hilfst oder spendest oder Hasanat machst, das kriegst du das Zehnfache zurück. Ja, nicht das Zweifache, das Zehnfache. Ja, und guck, subhanallah, wie viele Leute ihm runterziehen wollten, wie viele Leute ihm zerstören wollten und dies und das. Aber subhanallah, er hat ein starkes Iman und nur zu Allah. Alhamdulillah. Die Leute, die bei ihm spenden, die einigen, die wissen, dass das meiste Geld, dass er auch gute Taten damit macht. Wallah. Wallah, Bruder. Wallah, jetzt mein Bruder, Respekt. Danke für diese Worte, Hassan. Wallah, danke für diese Worte. Dein Herz, Wallah. Und auch noch, komm mit dir, inshallah, besuchen. In deinen Laden. Gerne. Ich hab ein Geschenk von Mekka für dich mitgebracht. Nein, ich werde geschickt. Warte, mein Bruder. Machst du diese Hamle, diese Gruppe? Ja, du bist dabei, inshallah. Ich schicke dir. Ja, ich bin wieder dabei, inshallah. Inshallah. Ich bin wieder dabei. Ich will einmal mit dir dahin, wallah. Weil mit dir werde ich vieles lernen. Mit den Leuten, mit denen ich da war, ich habe nicht so richtig was mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist das Wichtigste, Bruder. Dass man dort mit Leuten ist, die einen auch erklären, Vorträge halten und so. Das ist A und O. Genau. Barello, was wolltest du fragen, Habibi? Also, was ich fragen wollte. Was wollte ich fragen? War das über Abdelhamid, glaube ich? Nein, Bruder, bitte erwähne einfach keinen. Ich bin dir ehrlich, Manjabi, aber sei ehrlich. Nimmst du ihn ernst? Bruder, kannst du. Sag dir deine Meinung zu Abdelhamid. Oder? Kann Zadig nicht benutzen für sowas. Zadig war vorhin ein bisschen emotional, ein bisschen sauer. Wenn Barello schafft, jetzt zwischen zwei Predigern Beef zu starten, Bruder, dann kriegt er Golden Award. Bruder, Abdelhamid sein guck mal, nee, unabhängig von ihm, aber Bruder, die Prediger, die über die Religion Allahs sprechen und verkünden und viele Menschen erreichen, Bruder, deren Füße sind mehr wert als viele Menschen hier auf TikTok. Bruder, die richtigen Prediger, guck mal, Bruder, vergiss eine Sache nicht. Wenn diese Leute
den falschen Islam. Es gibt Prediger und Prediger. Ja. Ja. Es gibt Leute, Bruder. Ich schwöre dir. Bin doch mit dir, du. Die machen das, hinter den Kulissen reden die, Bruder, machen Beefs daraus und so. Weißt du, was ich meine? Bruder, was haben die mit diesen einen Typen gemacht? Dieser eine, wie heißt der? Al-Zain oder wie der heißt, keine Ahnung. Walid Al-Zain und so. Verstehst du, was alles, über was Themen geredet wurde, Bruder? Und jetzt, wo Palästin brennt, diese Leute, genau diese Leute, die reden nicht. Die schweigen jetzt. Oh, da, ja, warum wohl? Warum wohl? Eine andere Frage, guck mal, Brello, guck mal, Bruder, jetzt. Ja. Eine Sache, was so zu Ihnen sagen kann, zu den einen, zu den Typen. Bruder, vor einem Jahr, das Thema hatten wir, haben die Leute in Afghanistan den Mond gesichtet. Und wenn man Mond sichtet, ist Eid. Ja? Mhm. Dann hat er geschrieben, da waren die Leute verwirrt hier in Deutschland, haben wir Eid oder nicht? Die Afghanen haben Eid gemacht, die anderen nicht. Dann sagt er so, heute ist kein Eid. So einer auf so afghanischen Hunde. Daraufhin habe ich ihn geschrieben, hör mal zu. Warum schreibst du, es gibt kein Eid? Schreib doch, es gibt verschiedene Meinungen. Wer nach dieser Meinung geht, soll so machen, soll so machen, soll so machen. Hat er was gegen Afghaner? Nein, es ist einfach Hochmut, Bruder. Jetzt. Es ist so. Hochmut. Sadek, Bruder. Allah liebt dich nur Hochmütigen. Wallah. Sadek, Bruder, Sadek. Bruder, das ist Hack. Das ist Hack. Bei Allah ist Hack. Ist auch Hack, aber warte. Das sind die falschen Personen hier, mit denen wir das besprechen, Bruder. Ja, Bruder, guck mal, ich rede nicht von Leuten, die Mondsichten so. Bruder, ich rede von Leuten, Bruder, die Blut gelassen haben für den Islam, Bruder. Jetzt, wer bist du, dass du sagst, die haben einen Fehler? Wer, also, Bruder? Ganz ehrlich, ich nehme ihn gar nicht ernst. Bruder, ich kann keinen Prediger ernst nehmen, der Predigt Rolex anzieht. Kann ich nicht. Sadek, Bruder, kannst du aufhören. Wie kannst du Rolex tragen, wenn dein Name Varello ist? Also ja, nach dann heißt ja, es auch die muslimische Geschwister. Oder sich irgendwas erfinden und sich einen auf Prediger zu machen. Hey, warte, Hassan. Wie kannst du einen islamischen Bruder urteilen? Und er sagt zu mir, ich habe zwar kein iPhone 15, ich habe 14. Aber egal, trotzdem kann ich damit mit Barello auslachen. Damit kannst du Barello auslachen, aber kannst du damit keine Stories machen? Guck mal, Bruder, guck mal. Ich habe nie seinen Namen erwähnt. Ich habe eine Sache gepostet. Er redet 5 Stunden lang über mich. Und ich bin trotzdem. Eine andere Warum, Sache. Warum, Bruder? Barello, wie kannst du sein? Wie kannst du hier matchen, während deine Brüder von Assin sowas passiert, Barello? Ich kann nicht was. Wie kannst du matchen wegen um Klingelstreich, während deine Brüder da passiert? Aber Ojabi, es ist was anderes, weil ich bin kein Prediger, deswegen, um Prediger zu werden, musst du viele Sachen verzichten. Bruder, er postet doch. Wenn ich morgen einen Track rausbringe, gell? Bruder, ich bin so wie ich bin. Ich bin ein Dreck, ich mache Musik, egal was, aber ich halte meinen Mund nicht, Bruder, wenn es um Hack geht. Ich halte nicht meinen Mund, Bruder. Und ich habe das meiste zu verlieren. Verstehst du, was ich meine? Ich gehe, Bruder, ich gehe vor. Aber Sadek, du hast bewiesen, ich muss nicht mehr, Bruder. Und trotzdem mache ich. Die Leute da unterstützt. Das wissen wir nicht, was er macht. Es gibt sogar ein Hadith mit unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat und so, ne? Es gab früher einen, der war Käfer und so, ne? Er hat voll viele muslimische Geschwister und so getötet und so, oder was auch immer, ich weiß nicht, so mäßig. Und dann am Ende, der Freund, ne, von unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat ihn getötet und so, ne? Und dann hat er gesagt, warum hast du ihn getötet? Er hat la ilaha illallah am Ende gesagt, ne? Und dann hat Dann hat der Freund von unserem Propheten gesagt, hat gesagt, warte kurz, ne, weil ich rede ein bisschen schnell. Er war ein Käfer, guck mal, was er gemacht hat. Ein La ilaha illallah stimmt nicht. Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hast du sein Herz geöffnet, dass du es weißt, vielleicht meint er das ernst, vielleicht hat alles bereut, verstehst du, was ich meine? Und deswegen, also, ihr versteht, was ich meine, ja. Okay. Ja, ich kenne das, Barello, stimmt. Bruder, ich bin gerade emotional, Bruder. Der Barello pusht das, ich bin gerade emotional, der pusht das gerade. Ich weiß. Bruder, vielleicht morgen bereue ich das. Bruder. Dein Internet? Seit Jahren, Bruder, es geht seit Monaten. Ich bin ruhig, die ganze Zeit, Bruder. Diese Leute, gell, beleidigen meine Brüder als Sekte, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ruhig. Oh, ich bin ruhig, ich bin ganz leise, Bruder. Ich mach nie Fitna. Verstehst du, für mich ist jeder irgendwie Bruder. Diese Leute
Wir sind immer hochmütig. Aber du jetzt machst zwar keinen Kinder, aber du kannst darüber reden, Bruder. Du kannst deine Kinder raus. Aber irgendwann reicht es, Bruder. Aber Sarik meint ihn. Ja, hey. Bruder, warum macht ihr das, ja? Das macht gar keinen Sinn. Das ist, aber wenn ein Bruder einen Fehler macht, okay, man kann kritisieren, aber ja, damit reicht. Aber okay, Ojabi. Er hat mich auch kritisiert, weil wo er über mich geredet hat, hat keiner was dazu gesagt, ne? Jeder hat gesagt, ja, der hat recht. Aber jetzt haben wir auch recht. Oder wir haben auch recht. Okay, ich kann ihn verstehen. Barello macht Fitna, Barello ist dies, Barello sagt, okay, ich bin das Schlimmste. Red über mich. Er hat gesagt, ich habe kein iPhone 15, ich habe 14, aber damit kann ich trotzdem Barello auslachen. Ja, das aber, war falsch. Ja, war falsch. Aber mit diesem iPhone 14, postet doch irgendwas über Palästina, weil du hast iPhone 14. Oder hat er Angst, dass er seine Arbeit will? Ich weiß nicht, wir müssen ihn mal fragen, aber ich weiß jetzt nicht, ob er Angst hat, aber. Her. Oder vielleicht. Oder seine Arbeit hat dieser hat, den du erwähnt hast vorhin, hat er gepostet? Dieser W mit W? Hat er irgendwas gepostet? Ich weiß es nicht. Wer? Wally? Ich weiß es nicht, Bruder. Mein Post ging nicht an alle. Guck mal, Bruder. Mein Post ging nicht an eine Person. Mein Post ging an alle, die nicht gepostet haben und parallel 20 Euro sich zu schade sind. Bruder, was ist das? Wie kannst du als Prediger 20 Euro im Monat zahlen, damit du einen blauen Haken hast, Bruder? So in Instagram. Boah, Bruder, jetzt. Alter. Was brauchst du, Bruder? Ich schwöre auf Koran. Bist du Rapper? Was bist du, Bruder? Für was brauchst du einen blauen Haken? Vielleicht benutzt er seine Arbeit, diese Prediger zu sein. Vielleicht ist er kein Prediger. Vielleicht benutzt er das, damit er irgendwie Fame oder Geld da dran verdient. Hey, Typ, was redet ihr da? Was hat die Batterie komplett hier? Ihr vermischt gerade zu viele Themen. Schaut doch mal kurz her, was los ist. Oder nicht, Marello, sei mal ehrlich. Man weiß heutzutage nicht, wie die Leute sind. Alles vielleicht gehört er zu irgendeiner Organisation. Er muss das einfach weitermachen. Genau. Und in 2 Jahren sagt er vielleicht. Okay, alles reicht, alles gut. Madachila nennt man sowas, Madachila. Genau, was bedeutet das übersetzt? Da sind Leute, Bruder. Oh Mann! Nein, die arbeiten für Bruder. Nein, Madachila. Die wissen genau, Madachila, Bruder. Wenn zum Sadek, dein Internet. Koran, die schweigen nicht, die nehmen Namen, Bruder. Die haben Namen genannt. Sadek, ich bin mit dir, Bruder. Verstehst du, Bruder? Jetzt? Die nehmen Namen in den Mund. Sadek, deine Sachen verstehe ich ja. Ist ja, ich weiß auch, was du meinst. Wir haben guck mal, ja, schon geredet. Aber, noch, guck mal, aber guck das, was Hassan Beispiel sagt und Barello, das macht gar keinen Sinn, Bruder. Die versuchen, die pushen dich gerade ein bisschen, Bruder. Verstehst das nicht? Das ist diese Dynamik, diese TikTok-Dynamik hier. Weiß, Bruder, die übertreiben. Der eine sagt Heuchler, das ist doch Bruder. Der andere sagt, Mann. Bruder, das geht nicht. Du bist komplett anders, Abu. Allah, du bist anders. Wallah, ja, ehrlich, von allen Prediger und Hodjas, dich feiere ich am meisten. Wallah. Ja, Wallah. Ich schwöre bei Gott. Ich danke euch, Bruder, aber ist egal jetzt. Es geht darum, dass wenn ich was Falsches sehe, jetzt hier, dass man es anspricht. Man darf nicht übertreiben, man darf Sachen kritisieren, aber nicht übertreiben und nicht schlecht vermuten die ganze Zeit. Es geht nicht. Man kann doch nicht sagen, ein Prediger, wer weiß, vielleicht gehört er da. Das geht doch nicht, ja, das macht okay, man nicht. Okay. Aber guck mal, was, wenn ich mir selber was antun würde, für das, was er gegen mich gesagt hat? Ich sag dir ehrlich, was er gegen dich gesagt hat, ich persönlich fand das falsch, sagt man ja, ist klar, aber... Ojabi, es ist nicht, tut mir leid, dass ich unterbreche, es ist nicht das Gleiche, wenn ein Rapper was gegen mich sagt, weil das ist Kunst, das ist Rapper. Und wenn ein Prediger was gegen mich sagt, weil der hat viele Anhänger, die krank im Kopf sind, die denken wirklich, guck mal, diese Anhänger von ihm sind so krank im Kopf, Astaghfirullah, die denken, das ist Prophet, Wallah. Anhänger von dieser islamischen Leute, vom Prediger, die sind krank im Kopf, Wallah. Ich sehe manchmal, ich hatte Stress mit Abdelhamid und so, ne? Die haben ja gedroht mit Mord, mit alles Mögliche, Wallah, die sind krank im Kopf. Er checkt das nicht, dass er Prediger ist. Er kann nicht gegen mich einfach so in der Hut was sagen. Wallah. Bruder, diese Leute nehmen die gar nicht ernst. Bruder, Barello, diese Leute nehmen die nicht ernst. Ich kenne die seit 10 Jahren. Diese Leute, sie reden nur. Sobald die einmal in die Zelle kommen, die packen 100 Seiten aus, Bruder. Ich schwöre, ich habe Leute gesehen, die hatten so Bart, Bruder, die haben ihre ganzen Brüder verraten. Die sind nur Männer, weißt du, wo die sich männlich fühlen, weil die neu im Islam sind, denken die sind Männer, aber die waren nie auf Straße gewesen. Verstehst du? Alles Lüge da. Zadak, Bruder. Wallah. Scheiß drauf, Bruder. Ich will gar nicht reden, Bruder. Ich rede doch emotional, Bruder, Wallah.
Scheiß drauf, Bruder. Wenn es um Palästin geht, Bruder, ich schwöre dir. Du weißt, wie mein Herz ist, Bruder. Ich schwöre dir. Das Problem, ich habe meine ganze Karriere verkauft für sowas, Bruder. Sadik, Bruder, das Problem, Wallah, Bruder. Guck mal, ja, nee, wenn jede Stimme aufsteht und wach wird und jeder postet was oder jeder unterstützt Palästin, Bruder, warum? Was ist euer Problem? Habt ihr Angst oder wovon? Was stoppt euch? Das verstehe ich nicht. Ich habe letztens darüber mit Marello geredet. Was stoppt euch? Das hier und Angst. Ich sage euch eine Sache. An jeden von uns, an jeden Muslim, der nicht betet, an jeden Muslim, der sündigt, er trägt mit Schuld, das, was in Palästina passiert ist, damit ihr Bescheid wisst, ja? Jeder. Also man soll sich auf an seine eigene Nase fassen. Jeder, der nicht betet, jeder, der Sünden begeht, trägt die Schuld mit an das, was mit dem Palästin passiert. Man sollte an was ist ändern. Er sagt, Leute können nicht was hat er gesagt? Irgendwas wegen der Schah von Laila, Hilala, die kennen gewisse Sachen nicht. Bruder, kannte Umar im Khattab irgendetwas, wo er zu Kaaba gegangen ist, hat gesagt, wer ein Problem mit dem Propheten hat, auch Prophet mit mir? Dieser eine Sahabi, der Shahid geworden ist, der gerade die Shahada gesprochen hat, der gestorben ist, kannte er irgendetwas anderes? Bruder, jetzt, das kannst du doch nicht sagen. Das sagt ein Jahil, Bruder. Und Haji Aslam, was sagst du dazu? Weil du warst Haji oder nicht? Man kann Haji Aslam sagen. Aber Umra. Umra ist anders, aber... Also. Was soll ich dir dazu sagen, Bruder? Wallah. Ja. Hasan ist meine Meinung, Habib Barello. Merkt ihr das immer, inshallah. Hasan ist meine Meinung. Bruder, ich habe ein Riesenproblem mit diesen Predigern weltweit, die nur sagen immer, beten, fasten, schön, Ruhe, Frieden. Bruder, die Welt brennt, was redest du? Sadek, was ist deine Meinung über TikToker, die Fitna machen? TikToker, die Fitna machen? Da weißt du wenigstens, dass TikToker sind, die Fitna machen. Aber wenn du bärtige Leute siehst... Stark! Wallah, Sadek ist King! ...zu beten hast, dies, das hast, Bruder. Diese Leute manipulieren dich, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ein Rapper, Bruder. Ist 3-1-3, Dankeschön. Ich bin ein Rapper. Wenn ich was sage über Islam und er sagt was und du sagst, was ist über Islam, die Leute, die glauben dir. Stell dir mal vor, ich sag die Wahrheit und du sagst nicht die Wahrheit. Was sage ich dann, Bruder? Dann reg ich mich über dich auf. Barello, jeder weiß, was Barello macht. Jeder weiß es, Bruder. Aber diese Leute, hunderte, tausende von Leute, Bruder, die folgen denen und die erzählen denen, wenn die irgendwo, dann sollen die Hack sprechen. Die müssen. Wenn sie nicht sprechen, Bruder, dann ist es meiner, von jedem die Aufgabe zu sagen, ey, entweder rede oder rede nicht mehr. Mach deinen Mund zu. Fertig, aus. Punkt, aus, Ende, Bruder. Vielleicht dann von Umrah. Vielleicht wollte er die Aufmerksamkeit haben, dass er gegen dich geschossen hat. Das kann auch möglich sein. Ja, aber... Wallah, Bruder, wo sind die Männer von früher? Ich schwöre dir, wo sind die Männer von... Hassan, wenn er Aufmerksamkeit will, er kann folgen, Wallah, er kann befreundet sein, bleiben, aber nicht auf diese Art und Weise. Er kann dir auch schreiben. Oder nicht? Mo, danke, Habibi Mo. Der Jindawi ist Fußballer, Bruder. Er soll machen will oder nicht. Das ist deren Bruder. Das ist jedem selbst gestellt, ob er macht oder nicht. Aber Prediger muss. Aber nur, verstehst du, was ich meine? Jeder muss eigentlich. Warte, Sadek. Jeder Muslime muss. Hör nichts. Hassan, ich höre nichts. Ich sage aber noch, guck mal, ich liebe dich, dies, das, ne, das weißt du auch, und du hast sehr großen Einfluss auf mich, aber bei sowas kann ich nicht ruhig bleiben, Wallah, in aller Respekt, Wallah, du weißt, wie sehr ich dich respektiere und was du mir sagst, mache ich auch, aber bei sowas, Bruder, wenn ich sowas höre oder sehe, ich kann meinen Mund nicht zumachen, Wallah. Guck mal, wie Sadik gesagt hat, jeder weiß, abgesehen jetzt über Palästina oder sonst was, gehen wir jetzt wegen Barello, jeder weiß, was Barello hier auf TikTok macht. Dann schießt er gegen ihn, er redet da und da, er will da Aufmerksamkeit. Sachen, was nicht im Islam, ich meine im Koran stehen, erwähne es nicht. Rede nicht über den Koran. Ich bin mir auch 100% sicher, aber nur, er hat nicht mal den Koran durchgelesen. Nein, guck mal, ganz kurz. Bruder, guck mal, das sind erstmal zwei Sachen, die du erwähnt hast, die Falschweg und Vermutung. Erstmal, das Thema, was hat es damit zu tun, ob er Koran gelesen hat oder nicht? Er hat mit Sicherheit Koran gelesen. Zweite Sache, Bruder, Geld, dass er Geld verdient mit seinen Predigen, Bruder, das ist Quatsch.
Ich selber habe es noch miterlebt. Man wollte ihm sogar Geld geben dafür. Wir haben ihn nach Berlin geholt. Man wollte ihm sogar Geld geben und er hat es nicht angenommen, Bruder. Deswegen, du darfst nicht diese Sachen reinwerfen in einen Raum und Beschuldigungen. Das geht nicht, Bruder. Das ist erstens haram und das ist auch. Okay. Ja, Bruder, du hast gesagt, man soll nicht zu einer Demonstration gehen, Bruder, wo Frauen und Männer gemischt sind. Bruder, ich bitte dich, Bruder. Was ist das für eine Aussage, Bruder? Du gehst raus auf die Straße, sind Frauen. Verstehst du? Du hast nicht eine Demo gehen, wo Männer und Frauen gemischt sind, Bruder. Jetzt, was redest du? In seinen Dars waren gab es Frauen und Männer, dann wo er Dars gegeben hat. Okay, wenn das so ist, dann das Geld, was er vom Hartz IV bekommt und so, ist auch haram. Ja, Hassan, er kriegt doch kein Hartz IV. Was sind das für Vermutungen die ganze Zeit, Bruder? Was redest du? Aber du, Sadek, guck mal, verstehst du? Du sagst Sachen, Sadek, über die kann man vielleicht reden, aber die schießen nur ohne Sinn, mit nur Vermutungen. Das ist doch, Bruder, das geht nicht. Lass morgen ein Stream machen. Hol den Bruder hier rein. Dann wird man nach Arabien fliegen. Da ist alles verdeckt, da ist alles getrennt, aber hier in Deutschland, er sieht sogar nackte Frauen. Man sagt doch, la'anallah man nazara wa man jalasa wa man sharaba. Zum Beispiel, wenn man jemanden sieht, der Alkohol trinkt, wird man doch verflucht oder nicht? Wenn man mit jemandem sitzt, der Alkohol trinkt, wird man auch verflucht oder nicht? Oder wenn man die Hand gibt und sonst was. Ja, dann ist er hier falsch. Dann soll er nach Saudi-Arabien fliegen, in ein islamisches Land, wo es sowas nicht gibt. Weil er gibt dir Hand. Saudi-Arabien gibt es auch Schmutz. Mittlerweile Saudi-Arabien gibt. Hassan redet gerade einfach so über Sachen, die gar keinen Zusammenhang haben. Oja Abi. Ja. Eine Sache. Du persönlich. Siehst du nicht, dass es falsch ist, was er macht? Panther, danke. Habibi, ich sag doch, ich verteidige hier niemand, aber wir dürfen nicht Unrecht tun, indem wir so. Indem wir Vermutungen machen und bla und Vorwürfe, das geht doch nicht. Ihr seid doch so nicht besser. Abu, kannst du dich an die Zeit erinnern von Abu Hamza und Abu Allah, wo die Beef gestartet haben? Ja. Der eine ist für 10 Jahre in den Knast gekommen. Subhanallah. 10 Jahre Knast, der andere. So, Prediger, kennst du dich? Der kam aus Schläger aus Mercedes, hat richtig Videos gedreht. Richtig kaputte Zeiten, Bruder. Wallah, ehrlich. Dieser Abdelhamid. Ich habe das Gefühl. Nein, Mann. Meine Meinung. Nein, du hast kein Gefühl. Alles gut. Lass mal ein anderes Thema. Er ist wirklich hochmütig. Er hält sich für was Besseres und so. Und das ist wieder eine Vermutung. Aber guck mal, auch diese, was Sadiq gesagt hat und so, ne? Er sagt nicht, inshallah, heute ist nicht so. Sondern erst morgen. Er sagt einfach mit dieser Hochmut, heute ist nicht. So, als wenn die andere. Man muss ein bisschen. Du hast vorhin eine schöne Sache gesagt mit Herz. Aber jetzt machst du leider das genau dasselbe. Du vermutest, Bruder. Du sagst, einer ist hochmütig. Du weißt nicht, was in sein Herz ist, Bruder. Ist nicht korrekt. Aber. Ja. Nein, wir brauchen uns nicht anlügen. Man muss auch sowas ehrlich sein. Hört auf zu vermuten, man kann Sachen kritisieren, ja, aber nicht übertreiben. Ihr holt Sachen raus, Ausbilder. Reicht. Guck mal, hier schreibt einer, schämt euch. Nur unsere Meinung. Ja, aber ist ja okay, eure Meinung. Aber man darf nicht islamisch gesehen falsch handeln. Es geht ab, was läuft, ja. Khair, inshallah, khair. Bruder, jetzt guck mal, damit du es verstehst, Bruder. Jetzt geht hier einer. Lässt einen Post gemacht, ich habe nicht mal seinen Namen erwähnt, er macht 20 Beiträge und redet indirekt über mich. Rapper sind Verräter von Allah und dies ist kein Problem. Warum ich dann trotzdem emotional war, anstatt dieses Statement zu machen, Bruder, post doch nur ein Bild und sag den Leuten nicht, ey, seid leise, ihr Jahils, ich habe mehr Ahnung. Was redest du da, Bruder? Ich bitte dich, Bruder. Wallah, Bruder. Wallah, Bruder, ich schwöre dir. Alles hat seine Zeit, inshallah. Bruder, alles. Ein Pascha nehmen, gell? Das sind alles Weltuntergang. Das sind alles Zeichen. Ja, Bruder, ein Pascha nehmen, Bruder. Spielt gerade seine Tour, gell? Er ist Rapper, er ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Er ist Türke, er muss gar nichts. Er postet und er ist bei Universal. Weißt du, wie viele Verträge der verliert, Bruder? Weißt du, was ein Druck der Junge jetzt kriegt? Geht Abdelhamid mit? Sie? Du hast eine Story gepostet von mir und meinem Sohn. Warum?
Geht er mit Dings live? Ich dachte, ist nicht erlaubt. Mit was Frau, ist das? Ja? Ich kenn das nicht. Ja, Wallah. Nein, das ist umgewandelte Frau. Ich dachte, man darf nicht. Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. Oh, Jabi. Wenn ich sowas. Ich weiß nicht, was das ist, was es ist, was du da zeigst. Abdelhamid? Mit einer. Zeig mal nochmal. Was macht sie? Also, was macht die? Die Frau ist umgewandelt. Okay. Bruder, guck mal, Barello, guck mal, Bruder. Jetzt. Aber ich, egal, was sind, der macht. Das sind seine Sachen, Bruder. Jetzt. Egal, ob es neu ist oder alt ist, das hat damit nichts zu tun, Bruder. Jetzt. Er kann von mir aus, was weiß ich, Joints ziehen oder was weiß ich. Das ist seine Sache, Bruder. Jetzt. Dafür kritisiere ich ihn nicht. Ich kritisiere ihn dafür, Bruder. Er hat eine Stimme, er hat eine Reichweite, er spricht keinen Hack. Fertig aus. Weil jeder von uns hat. Verstehst du, wissen, dass er nicht raucht? Das ist auch haram. Ich sage nur, Bruder. Bruder, selbst wenn er raucht. Jeder braucht er das zum Entspannung. Vielleicht hat er selber eine Fatwa rausgebracht, dass es halal ist. Also, hier sein. Oder ein bisschen Ayat auswendig lernen. Ich krieg eh mein Dings, weil ich hier rumrede über Leute. Aber nur, weißt du, was mich am meisten noch ärgert? Das, guck mal, bei dir ist das komplett anders. Aber bei manchen Prediger, ja nee, wie soll ich dir das erklären? Vor dir reden die was und hinter dir reden die was und hier im Netz reden die was. Verstehst du, was ich meine? Ja. Guck mal, wir haben ganz andere Probleme als Prediger, Bruder. Glaub mir. Ja, das wollen ja die ganze Zeit die Leute erklären. Dass wir alle aufstehen müssen, dass wir was machen müssen. Und nicht die ganze Zeit nur reden, reden, reden. Aber wie manche, zum Beispiel wie unseren Prediger, unseren Hodja Abdelhamid, Masha'Allah. Khalas, lass uns einmal das Thema wechseln. Khalas, Aras, ja, Allah, Aras, ja. Scheiß drauf, Bruder. Weil, was gibt's Neues bei dir? Also ich bin ehrlich, ich bin wirklich enttäuscht von denen und deswegen, ich werde offline gehen, jetzt ein Video gegen ihn machen. Nein. Ich habe eine andere Frage an dich. Du wolltest doch eine Karriere durchstarten mit Dings, mit dieser Abai und so. Was ist daraus geworden? Bin ich dabei. Also stark. Nebenbei. Wie laufen die Gebete? Die Gebete, Alhamdulillah. Sehr gut. Wie findest du Sadiq? Sadiq ist wirklich der krasseste Rapper, was ich je gehört habe. Ehrlich. Respekt für seine Stimme, Respekt, dass er auch predigt, dass er auch ein islamischer Bruder ist, dass er auch stabil ist, dass er viele Geschichten kennt privat. Dass er auch Mafia-Klamboss von ganz Europa ist, ne? Weil er das wirklich macht, wo ich mitbekommen habe, was er alles kennt und wen er alles Respekt. Okay. Ey, Barrele, sag mal bitte einmal Free Wallet. Free Wallet, Free Wallet, Wallah. Free Rafi. Und sag mir bitte einmal, Bruder, Kitama ist der stabilste. Kitama ist der stabilste? Baba, danke schön, Bruder. Das sind Freunde von mir, die sind halt gerade im Knast. Wegen was? Im Knast? Ach, Bruder, danke schön. Ich hoffe nicht wegen Unrecht, weil ungerechte Menschen sind wirklich. Weil wenn die im Recht sind, inshallah kommen die raus. Aber auch wenn die ungerecht sind, möge Allah die verzeihen und inshallah kommen die raus. Möge Allah uns alle recht leiten. Allah. Okay, was ist mit anderen Prediger, die ich erwähnt habe vorhin, die nicht posten über Palästina? Was sagt ihr zu denen? Zum Beispiel? Erwähnt mit Namen, weil namentlich müssen erwähnt werden. Ich habe von niemandem Angst, Wallah, ich gebe Gas. Du hast gesagt vorhin, Al-Zain, dieser, wie heißt der? Walid Al-Zain, hier hat einer geschrieben, hat gepostet. Oder er ist offline gegangen wegen der Geschichte und er postet gar nichts mehr, weil er keinen Dauer gerade machen will, weil ihm nicht danach ist, so mäßig. Ist das richtig? Bruder, jetzt, darum geht das nicht. Guck mal, Bruder, warum habe ich über andere Leute nicht geredet? Die Reaktion auf meinem Post, die anderen haben nicht reagiert. Ich weiß ja, nicht. Aber,
Jetzt verstehst du, was ich meine? Die Frage ist vielleicht nicht, dass es hier ein persönliches Problem ist und. Bruder, der hat mir gefolgt. Ich habe ihm doch gefolgt. Er ist mein Freund. Ich war bei ihm zu Hause, Bruder, damit du es verstehst. Ich weiß. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe darauf gesagt, ich entfolge jedem, löscht meine Nummer. So. Ich habe keinen Namen. Er hat gepostet. Bitte, Bruder, egal. Ob er gepostet oder nicht, warum macht er so ein Statement über mich? Warum sagt der Rapper? Aber dann müssen wir das trennen, weil. Das ist ein Thema und die anderen hier schießen ja wegen das andere Thema. Und wenn er gepostet hat, dann macht es alles gar keinen Sinn. Bruder, jetzt, ich habe nichts gesehen. Ich kenne diese Fabian Lawrence und diese ganze Bewegung da, was da abgeht. Ich habe da nichts gesehen, Bruder. Jetzt. Ja. Wallah, Bruder. Und wenn du die fragst, gell, Bruder, und ich rede nur nicht, weil ich will mal irgendwann inshallah Hajj gehen. Wenn du die fragst, während dieser Geschichten, politischen Geschichten, was drüben abgeht, gell? So, warum die dazu nichts sagen, gell? Weißt du, was die dann sagen? Wenn du die fragst, wie können diese kacken, Leute. Ich schwöre, ich komme direkt, Leute, ja? Ich muss unbedingt kacken, Leute. Unbedingt. Ich schwöre, ich muss. Ciao, Leute.